Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Dungeon Keeper. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich wieder los, ohne dass ich jetzt hier großartig was erkläre. Ich wusste auch gar nicht, womit ich jetzt anfangen wollte. Ich hatte gerade irgendwas im Kopf und dann ist es mir entfallen. Aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich neuerdings immer sagen möchte, ist ja lang her. Dabei ist es ja gar nicht so lang her, also für mich schon, aber für euch eigentlich nicht. Ja, für mich ist es ein bisschen länger. So, das ist eine interessante Karte. Ich kann mich auch noch ganz gut daran erinnern. Und zwar, ich pausiere das erstmal. Das ist eine Karte, wo wir ständig angegriffen werden von allen Seiten und uns quasi verteidigen müssen. Ich bin da mal gespannt. Wo ist eigentlich mein... Ah, so. Sofort. Sekunde. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Wahrscheinlich habt ihr das jetzt auch ein bisschen gehört, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Das war nämlich meine Stoppuhr, damit ich sehe, wie lange ich ungefähr aufnehme. Wobei ich jetzt gerade auch auf dem anderen Bildschirm das sehe. Naja, egal. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal damit an, uns erstmal an irgendeiner Seite etwas Gold zu beschaffen. Wo ist eigentlich unsere Schatzkammer? Die ist hier. Wir können eigentlich nochmal ein bisschen rauszoomen, nehme ich mal an. Oder? Kann man das nicht? Kann man nicht mehr rauszoomen? War schon Maximum. Mensch, das kommt mir so klein vor. Wir haben die Schatzkammer hier, also ist es eine ganz gute Maßnahme, wenn wir zuerst mal hier so ein bisschen Gold abbauen. Da müssen wir uns mal ein bisschen spoten. Unser Vampir, der ist tatsächlich diesmal mit dabei. Ich habe nämlich nochmal neu das Spiel starten müssen, beziehungsweise nochmal neu das letzte Level durchspielen müssen, weil ich dummerweise aufs Spiel fortsetzen gegangen bin, nee, aufs Spiel laden und das war ein alter Save und dann ist der geladene Save gleich Spiel fortsetzen und deswegen war der Fortschritt quasi weg. Ist jetzt, glaube ich, gar nicht so tragisch. Ich muss das halt nur mal neu machen, aber auf jeden Fall hatte ich dann in der Zwischenzeit das Spiel nämlich ausgemacht. Obwohl ich den hier mitgenommen habe. Und jetzt haben wir ihn aber trotzdem. In Stufe 10 Vampir. Das ist halt echt schon wirklich sehr hilfreich. So, und ich kann mich auch noch an zwei Secrets oder an ein paar Secrets in diesem. Entschuldigung, in diesem Level erinnern. Und zwar glaube ich, dass hier irgendwo ein Secret ist. Ja, da ist es. Wunderbar. Und ich glaube, das ist auch in jeder Ecke so. Das bedeutet, zwischen den Wellen müssen wir mal gucken, dass wir uns dann hier an einem Rand so einen Brückengang lang bauen. Oder eben hier. Wobei ich nicht Eine weiß, wo Falle das dann hier bewertet. hingeht. Ich glaube, hier ist gar nichts. Ein neuer Hier geht es Schwur einfach nur, erfolgt. ja, hier hin halt. Damit man quasi sich nicht immer hier da oben lang bauen muss. Eure Kreaturen werden Wo denn? angegriffen. Oh, mein Imp. Die kommen ja schon da. Das ist ja natürlich uncool. Gut. Machen wir den mal dahin. Dann passt das. Wir haben noch gar keine Folterkammer oder so. Die können wir als nächstes bauen. Das ist nämlich hier in dem Level auch ganz praktisch, wenn wir hier eine Folterkammer uns hinstellen. Eure Muss mal gerade Untergebenen tragen schauen. den Sieg davon. Die sind hier am Forschen. Eure Untergebenen So, tragen der den hat es, Sieg glaube ich, auch davon. schon gepackt, wa? Das war's schon. Ich glaube, nur noch hier unten sind welche. Aber die sind irgendwo da hinten in der Ecke. Eine Also, Tür wurde die hergestellt. sind uns nicht sonderlich Ein neuer gefährlich. Raum. Was ist denn hier drin? Hier war auch irgendein Secret drin, glaube ich. Ja, aber auch so eine Falle. Müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir da nicht unbedingt unseren Vampir reinschicken und der dann dadurch stirbt. Ein paar Teufler möchte ich auf jeden Fall hier nochmal reinschicken. Und drei davon. Ein bisschen Platz haben wir auch noch. Ein neuer Spruch. Aber das ist durchaus. Was ist denn das hier? Ach, eine Alarmfalle, stimmt. Aber es ist durchaus ganz sinnvoll, wenn wir weiterhin ein paar Fallen bauen lassen. Denn die können wir ja hier ganz gut positionieren. So. Also, ich würde sagen, hier kommt ein Gefängnis hin. Diese Riege da oben. Mensch, das sieht aber merkwürdig aus. Ich gehe nochmal ein Stück näher ran. So. Eine Falle wurde Dann können wir das Gefangennehmen anschalten. Und ich müsste mal schauen, ob hier eine Folterkammer hinpasst. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt gar nicht. Oder kommen ja auch schon wieder welche. Da sind ein paar Mönche bei. Wie hergestellt.
hier unten aus? Da sind auch welche. Die kommen gar nicht angreifen gerade. Komisch. Fragt man sich, was mit denen los ist. Gut, soll mir egal sein. Die können mich von mir aus erstmal machen lassen. So, bis wir die Folterkammer haben. Jetzt können wir nämlich auch 3 Passagiere versorgen, wenn sie denn gefoltert werden möchten. Oh, wen haben wir denn hier? Eine Falle. Na? Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Alter. Können wir die unendlich dahin packen? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es gerade ein Bug ist. Ja, ich glaube, das war gerade... Was macht der denn hier? Das ist doch hundertprozentig ein Bug. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Ja, das ist ein Nachteil von Keeper FX. Da gibt es natürlich, oder da kann es natürlich sein, dass da ab und zu mal ein Fehler bei ist. Und irgendwas Bestimmtes nicht richtig funktioniert. Also ich glaube, der da ist irgendwie... Eure Untergebenen tragen den spinnt da gerade irgendwie rum. Eine Falle wurde wir könnten mal etwas 2 Teufler hinpacken. Und den dann in die Ecke. Jetzt macht das noch richtig. Okay, passt. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Die anderen kommen noch nicht, aber die vermehren sich ja hier. Ist nicht so nett. Oh, der ist schon da. So, ich heilen wir mal. Komm mal her. Das geht ja gar nicht. Warum kann ich den denn jetzt gar nicht heilen? Also irgendwas ist hier gerade merkwürdig. Ja, verhext, möchte ich fast meinen. So, kann ich dich heilen? Ich kann die gerade nicht heilen. Ich habe keinen Schimmer, warum das so ist, aber es geht gerade nicht. Das ist sehr bedauerlich. Das würde bedeuten, dass ich die gerade nicht ordentlich foltern kann. Was auch bedauerlich ist. Also, nee. Kann ich meine eigenen Kreaturen irgendwie heilen? Ich musste mal einen Imp. Ja, meine eigenen kann ich heilen. Aber die nicht. Naja, egal. Das soll mich dann jetzt nicht weiter nerven. Entweder sterben sie oder sie sterben halt nicht. Sollen sie tun und lassen, was sie wollen. Kann natürlich sein, ich habe gerade mal ein bisschen hin und her getappt, dass es da irgendwas an der Spiellogik zerschossen hat. Kann passieren. Wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie und warum und keine Ahnung. Also... Im Endeffekt benutzt Keeper FX ja auch nur vorhandene Game, also Spieldaten und macht sie nur unter Windows 7 lauffähig. Nur in Anführungszeichen. Also das ist natürlich schon eine ganze Menge Arbeit. Die arbeiten ja bis heute noch dran. Da gibt es immer wieder sogenannte Night Labels. Das, ja. Und dann, ich habe irgendwie die Vermutung, dass hier insgesamt in dem Level was falsch läuft. Hier spawnen immer wieder neue Viecher. Hier ist es schon eine ganze Meute. Aber, die greifen nicht an. So, ich habe das Level ja schon gespielt und da hat es funktioniert. Wobei, ich habe das, nicht... Ich habe das nicht auf Keeper FX gespielt, sondern ich habe das bisher, nur in meiner DOSBox-Version gespielt. Ich habe ja mir auch von goodoldgames.com, also GOG.com, da habe ich mir auch Dungeon Keeper gekauft. Das ist die DOSBox-Version, die... habe ich auf dem Mac von meiner Freundin gespielt. Da hat das alles wunderbar funktioniert. Aber die Mac-Version ist ein bisschen schwierig aufzunehmen. Erstmal, weil es eine DOSBox-Version ist. Also, DOSBox-Spieler aufnehmen ist dann auch immer so ein bisschen, ne? Und das zweite... Das zweite... es hat kein... Wie heißt das? Also kein direkt 3D und so ein Zeug. Sondern es benutzt irgendwie was anderes und das ist ziemlich unperformant, ja. Also das läuft auf noch weniger als 20 Frames. Ich meine, Dungeon Keeper läuft schon nur auf 20 Frames. Das läuft dann auf noch weniger, ich glaube auf 15 oder so. Oder es geht auch sehr schnell runter, wenn nur ein paar Kreaturen mehr auf dem Bild sind. Also wenn ich hier schon rüber wäre in der DOSBox-Version, wäre es schon langsam. Oder hier, das kann man alles dann nicht flüssig darstellen. Ja. Ist ein bisschen schade, aber...
Deswegen habe ich mich dazu entschieden, lieber die Keeper FX-Variante zu nehmen. Und wir haben ganz schön wenig Imps. Stelle ich gerade fest. Kein Wunder, dass alles so lange dauert. So, das bleibt mal schön zu. Der Typ, der lebt ja immer noch. Mann, Mann, Mann. Wo ist denn unser Bogenschütze? Ich freue mich ehrlich gesagt schon auf Dungeon Keeper 2. Einfach auch aus dem Grund, weil es funktioniert. Also auch noch besser funktioniert, meine ich. Damit. Also man kann es dann einfach starten und dann läuft's. So. Das habe ich ja auch bei Good Old Games gekauft. Da kann ich, glaube ich, sogar mit DX Tori aufnehmen. Das heißt natürlich auch schon mal was. Eure Kreaturen werden angegriffen. Das ist gerade echt annoying, dass das nicht, dass das Level nicht funktioniert. Wobei, der greift jetzt an hier. Der Kollege. Eine Falle. So. Oh je. Den hat er jetzt ganz nach hinten geballert. Das ist natürlich uncool. Du sollst trainieren. Kommt jetzt mittlerweile langsam an. Also guckt euch mal an, was sich hier angesammelt hat. Das ist ein bisschen schwierig. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja? Das ist ein bisschen sehr schwierig. Eure Kreaturen werden angegriffen. Und ehrlich gesagt mag ich auch nicht gegen so viele auf einmal kämpfen. Wo ist denn das jetzt? Ein Widersacher wurde davon überzeugt. Okay. Ja, okay, das war's schon. Ich hatte mehr gar zu viel Schaden bekommen. Ach hier, durch die Zauberer. Ist ja auch schon Stufe 5. Hat Sinn. Hier stirbt hier einfach mal fast. So. Passt. Dann haben wir das hier zumindest schon mal ausgedüngt. Da sind zwar immer noch total viele, aber... Ja, wir brauchen auch Gold, ne? Wir müssen hier einfach mal was säubern, damit wir an Gold kommen. Ansonsten wird's schwierig. Muss man sozusagen. Baue nämlich hier mal eine Goldkammer. Im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Oh, das ist die. Das ist nur da unten in der. Eure Untergebenen bei der, bei dem Trainingsraum. Dann ist ein Zahltag. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. So, passt. Gut, nochmal den ein oder anderen Imp mehr. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr könnt es euch nicht leisten, echt ein bisschen mehr Kreaturen zu trainieren. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ich müsste unser Gefängnis schon voll sein, aber die Imps holen die gerade hier nicht ab. Weil ich nehme mal an, weil sie hier noch mit ein paar anderen Sachen zu tun haben. So, wir bauen mal die Brücke hier ein bisschen weiter. Beziehungsweise wir bauen sie überhaupt mal. Die habe ich ja noch gar nicht gebaut. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So. Hier irgendwo war das doch. Da ist es ja. Level steigern. Eure Kreaturen wurden mit Erfahrung. Level steigern ist immer cool. Das hätte ich gerne noch einmal. Dann hätten wir noch ein paar mehr. Eure Kreaturen dann hätten wir Stufe 3er angegriffen. Ein neuer Spruch. Das wäre mal echt genial. Es gibt nichts mehr zu forschen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht okay, ist eigentlich Schwachsinn, dass wir hier so lang bauen. Wir können eigentlich hier durchbauen, dass wir dann ans Wasser kommen. Jetzt so ohnehin hier alles abgrasen. Hoi! Schaut euch das mal an! Eure Kreaturen werden. Aber ich kann ihn nicht heilen. Partout nicht. Schade. Viel mehr habe ich dann leider auch nicht. Naja, gut. Eure Kreaturen. Ich bin einfach mal hier. Eure Untergebenen tragen. Kann den nicht mal mehr aufheben, wenn er an ihm ist. Angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Egal. Schade, ich dachte, man könnte die verfüttern. Mir war so. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Mir war so danach, dass man die dann verfüttern kann. Euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Okay, kann ich mich auch geirrt haben, weiß ich gar nicht mehr. Gut, ich würde sagen, wir graben uns jetzt mal weiter hier nach rechts durch. Hier müsste noch irgendwo ein Eure Secret sein. Kreaturen werden angegriffen. Ach, wer ist das denn? Wo gehst denn du hin?
Wenn du so möchtest, kannst du auch mal ruhig ein bisschen schneller machen, oder?